haben. Sie sind Elektrotechniker, ein naturwissenschaftlich orientierter Mensch, haben sich aber unter anderem als Autor und auch im Rahmen Ihrer Vorträge sehr häufig auch mit Grenzwissenschaften und mit dem Begriff des Jenseits beschäftigt. Daher gleich die Eingangsfrage: Was ist denn das sogenannte Jenseits aus Ihrer Sicht? Damit ist ganz einfach zunächst mal gemeint, dass unsere körperlichen Sinne uns nur einen Teil der Wirklichkeit übermitteln. Das ist allgemein bekannt. Man weiß, es gibt dahinter eine andere Wirklichkeit, muss sie geben, aber sie ist schwer zugänglich. Also sozusagen das, was jenseits der fünf Sinne liegt. Das, was jenseits der fünf Sinne liegt. Damit ist das eigentlich ausreichend beschrieben. Bloß weil wir normalerweise keine Erfahrung damit haben, kann man natürlich heftig streiten, wie das Jenseits aussehen wird, ob es es überhaupt gibt. Gibt es aus Ihrer Sicht auch naturwissenschaftlich fundierte Hinweise darauf, dass ein solches Jenseits besteht? Naturwissenschaftlich sind wir heute an eine Grenze gekommen, wo man immer weiter in die Materie eingedrungen ist und gesehen hat, dass die Erfahrungen, die wir normalerweise aus unserem Leben haben, nicht mehr anwendbar sind. Es gibt da seltsame Erscheinungen im Bereich der Quanten, wo wir sagen, das verstehen wir nicht richtig. Und das weist aus Ihrer Sicht darauf hin, dass es mehr gibt als die diesseitige Welt? Das weist auf ein solches Jenseits hin, ja. Hatten Sie denn während Ihrer Arbeit an der Universität Hannover, als Sie unterrichtet haben, in irgendeiner Form auch mit jenseitigen Gegebenheiten zu tun? Ja. Eines schönen Tages kam auf uns die Frage zu, es gibt dort ein Spukhaus, und zwar, dass der Stadtdirektor dieser größeren Stadt an die Universität eine Frage gerichtet, wir wissen nicht, was da los ist. Könnte das nicht mal jemand untersuchen? Und da solche exotischen Themen oft bei mir landen, habe ich mich dann auch aufgerufen gefühlt und wir haben dieses Spukhaus besucht und haben uns das alles angeschaut. Der Besitzer dieses Hauses war ein Landtagsabgeordneter, der hatte auch alles das, was passiert war, dokumentiert. Er hatte Fotos aufgenommen von all den Dingen, aber als wir dort waren, haben wir von so einem Spuk nichts bemerken können. Ich bin mit einem Kollegen dahin gefahren. Und wenn man sich diese Dinge vor Augen führt und diesem Mann glaubt, was er uns erzählt hat, das mussten wir eigentlich glauben, weil er glaubwürdig war und die Fotos hatte, dann muss man sagen, es gibt auch Einwirkungen aus diesem Jenseits heraus auf diese irdische Welt, die zwar selten sind, die uns normalerweise auch nicht treffen, die wir aber nicht einfach von der Hand weisen können. Wenn Sie von Spukphänomenen berichten, dann gehen Sie ja davon aus, dass Menschen in irgendeiner Form im Jenseits leben. Sind Sie also von einem Leben nach dem Tod überzeugt? Ja, davon bin ich ziemlich fest überzeugt, einfach auch aufgrund eigener Erfahrungen. Es ist nicht so, dass ich eine Nahtoderfahrung mal hatte, aber ich habe ja nun, in meinem Alter ist das ganz natürlich, verschiedene Angehörige, deren Tod erlebt, deren irdischen Tod erlebt. Und die Gefühle, die man dabei hat, oder die Empfindungen, die deuten darauf hin, derjenige, der jetzt gegangen ist, der ist nicht wirklich weg. Was waren denn das für Empfindungen, die Sie dabei hatten? Ja, zunächst mal kann ich vielleicht sagen, war es meine Mutter, die gestorben ist, in ziemlich frühen Jahren. Und das ist natürlich für die Familie und auch für mich einigermaßen ein Schock, obwohl die lange Krankheit uns darauf vorbereitet hat. Aber ich persönlich hatte den Eindruck, sie ist einfach noch da. Und ich habe auch damals eine Grabrede für sie gehalten, habe sie angesprochen als jenseitiger Geist. Das habe ich nur für mich getan. Bei einer anderen Gelegenheit später habe ich dann auch selbst entsprechend mich geäußert und dann die Reaktion der Anwesenden studiert. Mhm. Das war sehr interessant, weil einige sind irritiert, wenn man mal über so etwas spricht. Andere sind hoch beglückt, nehmen einen in den Arm, was bei uns in Norddeutschland höchst ungewöhnlich ist. Aber das zeigt, dass es eben Menschen gibt, für die ist der Gedanke an ein Jenseits einfach im Augenblick noch nicht vorstellbar. Das mag sich ändern. Es hat sich auch bei mir geändert, denn ich bin als naturwissenschaftlich interessierter Mensch aufgewachsen mit der Vorstellung, die heute allgemein üblich ist. Die Materie ist alles und darüber hinaus gibt es nichts.
Aber diese Vorstellung hat sich dann im Laufe meines Lebens geändert. Durch vielerlei Erlebnisse, die man hat. Und heute denke ich darüber ganz anders. Ihr heutiges Weltbild zusammenfassend, was passiert mit uns beim Sterben? Ja, der Sterbevorgang ist einfach die Geburt in einen anderen Daseinszustand. Gestern Abend habe ich zufällig eine Diskussion darüber gehört, ob wir hier auf der Erde Sterbehilfe leisten dürfen, ob Ärzte so etwas dürfen. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, ja, wenn der irdische Tod die Geburt in eine jenseitige Welt ist und wir hier bei der normalen Geburt, wenn wir also von dem Jenseits in das Diesseits übertreten, eben auch Hilfe leisten, Hilfestellung leisten, warum soll das nicht auch umgekehrt möglich sein? Entscheidend ist bei all diesen Dingen ja das Motiv, aus denen heraus, dass man hier etwas macht. Unabhängig davon, wie man einem Leben im Jenseits gegenübersteht, es ist der Tod zweifellos immer eine sehr schmerzliche Angelegenheit und man kann gut verstehen, dass die Menschen nach einem Kontakt zu ihren Angehörigen, zu ihren verstorbenen Angehörigen suchen. Gibt es nach Ihrer Ansicht eine sinnvolle, verlässliche Möglichkeit, mit dem Jenseits in Kontakt zu treten? Ja, es gibt Kontakte, allerdings sind diese Kontakte sehr unzuverlässig. Um ein Beispiel zu nennen, damals, als wir dieses Spukhaus untersuchten, haben wir erfahren, dass auch schon ein Parapsychologe, es gab ein einziges parapsychologisches Institut in Deutschland, auch schon dort gewesen ist, um das zu untersuchen. Dann habe ich dann auch diesen Professor aufgesucht, um mich mit dem über das Thema unterhalten. Und ich sah, dass er eine große Angst davor hatte, dass bekannt würde, dass er an ein Jenseits glaubt. Nicht? Er wollte also nicht aus dem üblichen materialistischen Weltbild heraustreten, zumindest sollte das nicht bekannt werden. Naja, und wir haben uns unterhalten und dann bekam er Besuch. Und dieser Besuch war der Friedrich Jürgensen. Friedrich Jürgensen ist ein Künstler, der durch Zufall entdeckt hat, dass bei Tonbandaufnahmen die Stimmen jenseitiger zu hören sind. Das waren Freunde von ihm, die er kannte, deren Stimme er identifizieren konnte und auch was sie sagten. Und dieser Friedrich Jürgensen hat dem Professor davon erzählt. Und dieser Professor war sehr begierig zu erfahren, ob daraus vielleicht irgendein handfester Beweis für ein Jenseits sich ergeben könnte. Das habe ich dann gemerkt. Er hat mich dann sehr schnell gerufen, nachdem der Besuch da war, hat gesagt, Herr Harms, kommen Sie mal, da kommt jemand, das wird Sie sehr interessieren, was er erzählt. Und der Herr Jürgensen hat dann Folgendes erzählt. Es war damals ein Flugzeugabsturz gewesen, ein schwedisches Flugzeug war abgestürzt und niemand wusste, warum es abgestürzt war. Alle tot. Und er sagte, ich habe auf meinem Tonband die Stimmen der Verstorbenen aufgenommen. Und er hat uns dann geschildert, was dort alles gesagt wurde. Er sagte, das Flugzeug ist abgestürzt, weil es vereist war. Und ich weiß nicht mehr alle Einzelheiten. Jedenfalls war es sehr interessant. Ob man daraus einen materialistisch gültigen Beweis für ein Leben oder ein Jenseits nach diesem Leben ableiten kann, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie man einen Beweis definiert oder was man als Beweis gelten lässt. Haben Sie das öfter erlebt, dass Sie Kollegen an der Universität hatten, die gesagt haben, privat interessiert mich das Thema sehr, aber öffentlich sage ich dazu lieber nichts? Ja, da kann ich Ihnen ein interessantes persönliches Beispiel erzählen. Irgendwann kam ich auf den Gedanken, ich sagte, wir sind hier an einer Universität, aber all dieses Jenseitige, was eigentlich das Hauptteil des Menschen ausmacht, das wird hier überhaupt gar nicht behandelt. Und dann habe ich mich entschlossen, habe gesagt, du hältst mal eine Vorlesung darüber. Und zwar im Rahmen des Studium Generale, also ein allgemeinbildendes Studium. Ich habe mich zunächst nicht darum gekümmert, ob das eigentlich erlaubt ist, dass ich das mache. Ich habe es einfach gemacht, habe das angemeldet. Das wurde noch akzeptiert, dann wurden Räume zur Verfügung gestellt. Es musste alles organisiert sein. Und dann habe ich angefangen damit. Nun war ich zur damaligen Zeit auch Mitglied des Senats der Universität. Das ist also das höchste Selbstverwaltungsorgan. Und eines schönen Tages hat der Sprecher der Professoren
der sehr tonangebend war in diesem Senat, die Frage aufgeworfen, ob ich denn als Naturwissenschaftler überhaupt eine solche Vorlesung halten dürfe. Und dann wurde darüber gesprochen, und niemand wusste aber so recht, was dazu zu sagen. Und dann hieß es, ja, wir fragen mal die Kollegen von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät, ob die was dagegen haben, dass hier ein Ingenieur einen Vortrag oder eine Vorlesung über Jenseits oder den metaphysischen Menschen hält. Mhm. Der Vorlesungstitel war Der metaphysische Mensch, die vernachlässigte Wirklichkeit. Mhm. Nicht? Das war ja auch der Anlass, warum ich dachte, ich müsste eine solche Vorlesung halten. Naja, dann kam es also dazu, dass diese Anfrage wurde gestellt. Zu meiner Überraschung hatten die nichts dagegen. Auch der Präsident unserer Universität, mit dem ich eigentlich ganz gut befreundet war, soweit man das sein kann in so einem Kollegenkreis, hatte auch nichts dagegen. Also konnte ich ungestört weitermachen. Und ich habe dann den Betreffenden, der diese Frage aufgeworfen hat, das war ein Mathematiker, den habe ich gefragt, warum er denn diese Frage aufgeworfen habe. Ja, sagt er, privat interessiere er sich schon für diese Themen und hätte vielleicht auch einige Erfahrung, aber das sei ja keine Wissenschaft. Das ist eben heute die Meinung, diese Dinge, die man über die Sinne nicht kontrollieren kann oder nachprüfen kann, sind nicht wissenschaftlich. Und das liegt daran, dass wir uns heute vollkommen mit den Regungen und den Führungen unseres Verstandes, unseres Gehirnes identifizieren. Wir tun also so, als würde das, was das Gehirn uns eingibt, als wären wir das selbst. Und dadurch die feineren Empfindungen, die wir als Menschen ja alle haben, die auch viele dieser Wissenschaftler haben, nicht zu Worte kommen lassen. Sie haben jetzt so nebenbei erwähnt, dass der Hauptteil des Menschen nicht materieller Natur sei. Wie kommen Sie zu diesem Schluss? Was gehört zu uns Menschen außer dem Gehirn, außer dem Körper? Naja, die einfache Beobachtung, dass zum Beispiel die Taten, zu denen wir uns hier auf der Erde aufraffen oder zu denen wir uns gedrängt fühlen, oft gar nicht aus verstandlichen Überlegungen gespeist werden, sondern aus einem Bauchgefühl oder wie immer man das bezeichnet. Nicht? Die Menschen sprechen dann und wir sprechen dann von der Seele, aber das sind alles sehr unscharfe Begriffe, die wir nicht richtig einordnen können. Jedenfalls die Motivation der einzelnen Personen und einzelnen Menschen, die wird nicht nur von dem Gehirn geliefert. Das Gehirn, das ist meine Beobachtung, liefert oft nur die Rechtfertigungsgründe für das, was dann getan wird, aus einem anderen Hintergrund heraus. Also sozusagen alles, was mit dem Ich, mit dem Selbstverständnis, mit unserer Innenwelt zu tun hat. Ja. Würden Sie dem jenseitigen Bereich zurechnen? Nicht diese innere Welt ist ja für uns alle gegenwärtig und beherrscht uns auch. Aber nach außen müssen wir eben, genau wie dieser betreffende Professor, den Materialisten abgeben, müssen wissenschaftlich sein. Das ist heute ja allgemein üblich, dass man anderes nur schwer gelten lassen kann. Ich möchte nochmal auf das Thema Jenseitskontakte zurückkommen. Sie haben technische Ansätze erwähnt, Tonbandstimmen. Es gibt aber auch Menschen, die als Medien tätig sind, die sagen, sie können Kontakte zu verstorbenen Menschen herstellen. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, das, was diese Menschen erleben, berichten, wahrnehmen, wirklich zu unterscheiden von dem, was sie sich vielleicht nur einbilden? Ja, das ist sehr schwer zu unterscheiden. Nicht? Es gibt, ich finde es von einer anderen Seite her anfassen, in den Jahren 1930 bis oder 36 bis 39 ist ein dreibändiges Werk erschienen von einem Arzt, das persönliche Überlebende des Todes, die Erfahrungsbeweise. So war der Titel dieses Buches. Und in diesem Buch trägt er sehr viele Dinge zusammen. Und eines, was eigentlich sehr überzeugend ist, war Folgendes. In England gibt es die Gesellschaft für Psychical Research, also für die Erforschung der Psyche des Menschen. Und zu dieser Gesellschaft gehörten auch ziemlich viele berühmte Wissenschaftler. Und zwei dieser Wissenschaftler hatten gesagt, wenn wir mal diese Erde verlassen, dann werden wir einen Beweis für das tatsächliche Vorhandensein des Jenseits liefern. Und dieser Beweis sah dann schließlich so aus, und das ist in diesem Buch eben geschildert, obwohl es in vielen anderen Büchern auch zu finden ist, der sah so aus,
dass sie ein Medium aufgesucht haben, also eine Person, die diese Jenseitseindrücke wahrnehmen kann, haben ihr einen Text diktiert, aber nur einen ganz kleinen Teil des Textes. Und dann sind sie zu einem anderen Medium gegangen und haben den Ergänzungstext diesem Medium diktiert. Das Ganze ist dann bekannt geworden unter dem Begriff Kreuzkorrespondenzen. Also, dass man sehen konnte, zwei unabhängige Personen mit ihren subjektiven Eindrücken, subjektive Eindrücke, wie man allgemein annimmt, liefern etwas, was doch insgesamt ein sinnvolles Ganzes ergibt. Die sind offensichtlich noch im Jenseits sehr wissenschaftlich systematisch vorgegangen. Ja, naja, sie hatten es sich ja vorher vorgenommen. Warum glauben Sie, sind Jenseitskontakte den meisten normalsterblichen Menschen verwehrt? Gibt es da auch Gefahren? Ja, den Sinn hat es natürlich, das will ich auch von einem Hintergrund her berichten. Eine Tante von mir, die war medial. Und die war in der Familie ziemlich verrufen, weil sie immer mal darüber berichtet hat, dass ihr Verstorbene erschienen sind. Leider ist es so, Menschen, die diese Eigenschaft haben, medial zu sein, die sind auch psychisch labil und geraten sehr leicht unter Einflüsse, die es ihnen nicht mehr erlauben, dieses irdische Leben angemessen zu gestalten. Es gibt Medien, die dann auch auf eine längere Entwicklung hinter sich haben, auch eine richtige Ausbildung oder eine entsprechende Erziehung, bei denen das gut funktioniert. Aber der normale Mensch, wenn er diese Eigenschaft hat, kommt meistens in Schwierigkeiten. Oft auch derart, dass er besessen wird, dass er also sich einem jenseitigen Geist ausliefert, der mit ihm macht, was er nicht möchte. Da kann ich auch aus familiärem Umkreis einiges berichten. Aber all dies hat mich natürlich in der Meinung bekräftigt, dass es dieses Jenseits geben muss. Aber dass es auch nicht ungefährlich ist. Dass es nicht ungefährlich ist, nein. Nicht viele Menschen, die anfangen damit zu spielen, die kommen nachher in die Nervenheilanstalt. Eine Nachbarin hatte einen Vater und dieser Vater war Heilpraktiker. Und dieser Heilpraktiker hat mit ihr, als sie noch jung war, Hypnose-Experimente durchgeführt, was sicherlich für ihn sehr interessant war. Das hat dazu geführt, dass diese Frau, dass sich bei ihr ein innerer Kanal geöffnet hat oder irgendein Schutzmechanismus durchbrochen war, sodass sie ständig Stimmen hörte und deswegen auch immer mal wieder in einer psychiatrischen Anstalt war. Es war eine intelligente Frau, auch eine fröhliche Frau. Man konnte mit ihr auch über diese Problematik durchaus sprechen. Und sie hat mir erzählt, dass sie unter einem sehr großen Zwang stand, ihren Sohn zu töten. Dass sie nur ganz schwer dagegen ankommen konnte. Das entstand plötzlich. Ja, sie kannte das Problem, man konnte auch mit ihr darüber sprechen. Sie wusste auch, dass es ein Einfluss, der kommt von außen. Das bin nicht ich, ich will ja meinen Sohn nicht töten, aber diese Gedanken drängen sich mir auf. Nun, wir haben das als Nachbarn immer verfolgen können. Irgendwann kam es dazu, dass sie selbst aus dem Leben geschieden ist. Sie war in der psychiatrischen Anstalt und hat sich aus dem Fenster gestürzt. Sie ist nicht gleich aus dem Leben geschieden, das stimmt nicht. Sie war dann querschnittsgelähmt. Und der Sohn, den sie eigentlich den Auftrag hatte zu töten, der wurde dann ihr Pfleger. Der hat sie dann mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Nicht? Inzwischen lebt sie nicht mehr, aber der Sohn lebt noch. Und das ist also ein schönes Beispiel dafür. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass wir also nicht nur dieses Erdenleben führen, sondern ein weitaus umfassenderes Sein durchleben, was ist nach Ihrer Meinung der Sinn des Ganzen? Was ist der Sinn des Lebens? Dazu vielleicht auch ein persönliches Beispiel. Irgendwann gab es mal eine Ausschreibung, dass man sich dazu äußern sollte. Das wurde an den Hochschulen ausgehängt. Was der Sinn des Lebens sei. Und an der Ausschreibung habe ich mich beteiligt und habe dann darüber gesprochen, nicht gesprochen, sondern etwas einen Aufsatz geschrieben über den Sinn des Lebens. Und darin habe ich ausgeführt,
dass man feststellen kann, dass sie die größten Unterschiede, die man hier auf der Erde zwischen den Menschen findet, ist ihre Bewusstheit. Das heißt, das Bewusstsein dafür, was eigentlich das Leben ist, in dem sie leben. Und daraus, meine ich, kann man es gut schließen, dass eigentlich der Sinn des Lebens ist, bewusster zu werden, Bewusstsein zu erweitern, Bewusstsein zu festigen. Das habe ich damals in diesem Aufsatz näher ausgeführt. Das kann ich jetzt natürlich nicht wiederholen. Leider wurde der bei der Preisvergabe nicht berücksichtigt, aber ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen. Ich habe diesen Aufsatz dann verschiedentlich an andere Leute weitergegeben und die allgemeine Beobachtung ist die, dass Menschen sich wohl dafür interessieren, das war auch in der Hochschule so, als ich diese Vorlesung gehalten habe, dass sie sich aber scheuen, darüber zu sprechen. Es ist nicht so, dass sie das ablehnen und sagen, der ist verrückt, aber sie scheuen sich, darüber zu sprechen, sie scheuen sich auch zuzugeben, dass sie sich überhaupt dafür interessieren. Das tun sie im persönlichen Gespräch vielleicht, aber darüber hinaus wird es schon schwierig. Also Sie meinen, was immer ein Mensch im Leben tut, welchen Beruf auch immer er hat, in welchen sozialen Verhältnissen er lebt, letztlich geht es für jeden darum, Bewusstsein weiterzuentwickeln. Ja, nicht, wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen wirklich Geister sind oder spirituelle Wesen und dass wir genau wie auf der Erde eben durch Muskeltraining unseren Körper stärken können und aufbauen können, so können wir durch entsprechende innere Aktivitäten eben auch unseren Geist auch weiterentwickeln. Wobei Sie mit Geist nicht Gehirntätigkeit meinen? Nein, mit Geist meine ich nicht Gehirntätigkeit. Wir haben ja eine sehr große Schwierigkeit in der deutschen Sprache. Wir können den spirituellen Kern nicht von der Gehirntätigkeit unterscheiden. Das ist alles ein Wort Geist. Mit dem Wort Geist wird alles Mögliche beschrieben. Und deswegen muss man auch solche Worte benutzen wie spiritueller Kern oder so etwas oder Geistkern oder wie auch immer. Im Englischen zum Beispiel ist das ja anders. Nicht? Die haben das Wort Ghost, das ist für die Spukerscheinung. Dann haben sie Spirit für den eigentlichen geistigen Kern. Dann haben sie Brain für Gehirntätigkeit. Genauso wie sie auch für den Himmel ja zwei verschiedene Begriffe haben. Wir haben nur einen Begriff und damit wird der metaphysische Himmel und der irdische Himmel beschrieben. Im Englischen gibt es Sky für den irdischen Himmel und Heaven für den metaphysischen Himmel. Und die unterscheiden das offenbar sehr gut. Abschließend gefragt, was kann man denn tun, um den Geist im Sinne des spirituellen Wesenskerns zu entwickeln? Muskeltraining für den Geist zu machen. Ja, das Muskeltraining für den Geist ist, glaube ich, dass man sich dem inneren Drang nach Wahrheit dass man da nicht widerstrebt. Nicht alle Menschen sagen ja, dass sie gern die Wahrheit haben möchten, aber die Wahrheit ist manchmal auch unbequem. Die muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen. Und meiner Meinung nach ist es das, was uns heute am meisten fehlt. Wir sind innerlich irritiert, weil wir mit so viel unwahren Dingen konfrontiert werden. Nicht vieles, was wir hören, ist einfach unwahr. Das stimmt einfach nicht. Und das hat dazu geführt, dass der innere Kern, die Seele und mit der Seele, der innere Kern der Seele, wieder der Geist, der hat sich zurückgezogen. Der ist irritiert. Und wenn man manchmal die Gelegenheit hat, den anzusprechen, dann sieht man plötzlich, dass er sich hervorwagt und dass er lebendig wird. Und ich meine, diese Lebendigkeit, die ist das Lebensziel für uns alle. Auf diesem Weg haben wir alle ein bestimmtes Stadium erreicht, aber das ist sicherlich nicht das Ende. Also Wahrheitssuche als Nahrung für den Geist. Ja, nicht der Geist braucht Wahrheit. Unwahrheit ist Gift für ihn. Das ist meine Erfahrung mit den Menschen. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Dr. Habers, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.